Das Entschlafen der Jungfrau Maria. Das Gemälde des Entschlafens der Jungfrau Maria befand sich in der Hälfte der Kuppel auf der Westseite des ersten Chorbereichs, welches sich jedoch zurzeit im Museum neben der Kirche befindet. Dieses Gemälde zeigt den Tod der Jungfrau Maria und den Aufstieg ihres Körpers in den Himmel. Diese Szene wurde normalerweise nicht in Ikonen des frühen Christentums dargestellt und wurde erst im 8. Jahrhundert populär. Es gibt einen Unterschied zwischen der Darstellung dieser Szene in der koptischen Kirche und in der syrischen Kirche. Maria ist in den ägyptischen Zeichnungen liegend dargestellt und ihr Kopf ist nach rechts gerichtet, während ihr Kopf in anderen Zeichnungen nach links gerichtet ist. Ein weiterer wesentlicher Unterschied im Bild der heiligen Jungfrau Maria im Kloster El Syrian ist die Darstellung von zwei Engeln, die Fächer halten. Diese Szene, welche die Jungfrau Maria darstellt, während sie zum Zeitpunkt ihres Todes in ihrem Bett liegt, wird vor dem, nach dem heilige Viktor benannten, westlichen Altar präsentiert. Die Ikone des Entschlafens der Jungfrau Maria ist voll von kleinen gelben Kreisen, die rot gepunktet sind. Sie finden auch zwei schwarze und graue Linien, die das Bild in zwei Hälften teilen, welche die Erde und den Himmel darstellen. Der untere Teil hat einen klaren grünen Hintergrund, der die Erde darstellt, während der obere Teil einen blauen Hintergrund hat, der mit Sternen gefüllt ist, die den Himmel darstellen. Die Zeichnung ist eine Folge von drei Ereignissen in einem Thema: der Aufstieg des Leichnams der Jungfrau Maria nach ihres Entschlafens. Die drei Ereignisse sind: 1. Der Tod der Jungfrau Maria. 2. Jesus Christus empfängt den Geist der heiligen Jungfrau Maria. 3. Der Aufstieg des Körpers der heiligen Jungfrau Maria in den Himmel. In der Mitte liegt die heiligen Jungfrau Maria, die in einem Bett schläft. Dieses Bett ist mit braunen Vorhängen mit parallelen Faltvorhängen bedeckt, die mit Lotusblumen verziert und in den Farben Grün, Rot und Blau gehalten sind. Neben dem Kopf der Jungfrau Maria befindet sich neben dem heiligen Schein ein Kissen auf dem Bett. Sie liegt auf einem roten Kissen und trägt ein lockeres blaues Kleid mit eingekreisten Falten, die in Lila eingewickelt sind. Ihre Hände stehen sich kreuzweise auf der Brust gegenüber. Hinter der Bettmitte steht Jesus Christus. Sein Haar spaltet sich in der Mitte in zwei Hälften ab, welche jeweils auf beide Seiten seines Gesichts fielen. Ebenso wie der Engel, der während der Verkündigung aufgetaucht war, werden wir dies später besprechen. Jesus Christus hat einen kurzen Bart und einen Schnurrbart und sein Kopf war im Bild eines Kreuzes von Licht umgeben. Jesus trägt ein dunkelrotes Gewand mit langen blauen Ärmeln und goldenen Streifen am Ende. Jesus hält den Geist der heiligen Jungfrau Maria in der Hand, dargestellt in Form eines neugeborenen Babys in einem weißen Kleid. Über dem Kopf von Jesus Christus wurde sein Name in der syrischen Sprache geschrieben. Auf jeder Seite von Christus steht ein Engel in einem Kreis, der als Cherubim bekannt ist, jeder mit einem Fächer. Er trägt ein Gewand und einen rosafarbenen Mantel und in seinen Händen sind goldene Stöcke. Der obere Teil der Kuppel ist blau eingefärbt und repräsentiert den Himmel mit Sternen in Form von Blumen. Ganz oben in der Kuppel finden wir einen großen Saal in Form einer Lotusblüte und ein himmlisches Fahrzeug, das von zwei nach außen gerichteten Flügeln getragen wird. Der rechte Engel hat einen Bart. Evelyn White beschrieb das menschliche Bild innerhalb des heiligen Scheines als Jesus Christus, der nach dem Aufbruch und der Himmelfahrt der Jungfrau Maria in den Himmel aufstieg. Andere sagen jedoch, dass es wahrscheinlich der Aufstieg der Jungfrau Maria nach ihrem Tod ist. Im unteren Teil des Bildes finden wir die 12 Jünger neben der heiligen Jungfrau Maria, 6 rechts und 6 links, als Zeugen für den Aufstieg des ganzen Körpers der Jungfrau Maria in den Himmel. Sie tragen das gleiche Tuch, bestehend aus Tunika, Mantel und Sandalen, alle in den gleichen fröhlichen Farben. Sie richten ihre Aufmerksamkeit auf die Jungfrau Maria, wobei der heilige Apostel Petrus neben dem heiligen Marienkopf steht. Und der geliebte Johannes zu ihren Füßen kniet und hinter ihnen die restlichen Apostel auf jeder Seite. Der heilige Petrus, der Apostel, wurde an seinem weißen Bart, seinem verdrehten Haar und seinem roten Mantel und seiner rosafarbenen Tunika erkannt. Und seine beiden Hände liegen auf seinem Brustkorb entlang seines Halses und seines Bartes. Er wurde auch als der älteste von allen rechts stehenden Jüngern erkannt, die übrigen Jünger haben alle schwarze Haare und stehen in leicht unterschiedlichen Positionen. Der erste Jünger auf der linken Seite stehend, hat eine breite Stirn und schwarze Haare, und kniet vor den Füßen der Jungfrau Maria und küsst sie.
Dies ist der heilige Johannes der Geliebte, gekleidet in einer gelben Tunika mit blauen Armbändern. Neben ihm steht ein alter Mensch mit langen weißen Haaren und weißem Bart, und dann stehen die übrigen Jünger in schwarzen Haaren. Dies ist die Beschreibung der Ikone der Jungfrau Maria auf der Hälfte der nördlichen Kuppel aus dem 10. Jahrhundert, die eine Kombination aus koptischer und syrischer Kunst ist. Die einzigen Buchstaben, die in diesem Bild dargestellt sind, waren der Name Jesu Christi oben auf dem Bild.